Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DEL-Spiel des ERC Ingolstadt gegen die Eisbären Berlin. Endstand vor 3.386 Zuschauern, ein 2:4 für unsere Gäste. Ich stelle wie immer beide Trainer vor, zu meiner linken Gästecoach Serge Aubin und zu meiner rechten wie immer unser Headcoach Doug Shedden. Das erste Wort gehört natürlich unseren Gästen. Mr. Aubin, your statement please. Yeah, thank you. Today was a hard-fought battle. I thought in the first period we were on our heels quite a bit. Credit to Ingolstadt, they really made a lot of hockey plays, but we weren't pushing, and the tempo was definitely not on our side. Being down 1-0, our goalie made a huge save that would have put the game 2-0 at that point. So, going back in the room after the first, being down 1-0, we felt like, okay, if we do what we're supposed to do here, we might have a chance. And I thought in the second period we played well. Our penalty kill was fantastic. And we just kept working. And it took a full team effort. And I thought for the most part we had a good game. Ich fasse kurz zusammen. Er sagte, im ersten Drittel waren sie ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Da hat Ingolstadt viel Druck gemacht. Kompliment an das Team von Doug gibt an der Stelle. Beim Stand von 1-0 hat Sebastian Dahm gegen Wille Koisonen einen riesen Save gemacht und hat das 2-0 verhindert. In der Kabine haben sie dann gesagt, sie müssen einfach machen, was hier nötig ist, um eine Chance zu haben. Sind dann gut zurückgekommen, aus der Kabine rausgekommen. Das Penalty-Killing war das ganze Spiel über fantastisch, sagt er. Sie haben hart gearbeitet und am Ende ist dann mit einer tollen Teamleistung der Sieg rausgekommen. Doug, your statement, please. Yeah, good evening. Congratulations to Berlin for a good game. Like the first period, it was pretty tight, checking game. You come off, you win 4 games in a row, we moved up the standings and we come back home after probably played the perfect game in Dusseldorf that we could play. And so disappointing, we go out in the second period and didn't have a very good period. I thought our power play, Serge thought his penalty killing good. I thought our power play stunk, would be the right word. Probably cost us the game in a 1-goal game, and you get a 5-on-3 and 3 or 4 other chances, and you got to, guys got to make some big plays. But thought we had a lot of guys that could have played better, a lot of no-shows. Timmy Vogelmuth had a great game. So, a few bad things, a few good things, but got to go back to work. Thanks. Ich fasse auch hier nochmal kurz zusammen. Das erste Drittel war aus seiner Sicht ein enges Spiel. Nach dem Sieg in Düsseldorf wollten sie hier natürlich mit Schwung rauskommen aus der Kabine. Im zweiten Drittel hat seine Mannschaft dann kein gutes Spiel gemacht. Das Powerplay hat schon sehr gehakt, sagt er. Das hat uns wahrscheinlich das Spiel gekostet. Wenn man da den Ausgleich macht und dann vielleicht noch 3, 4 andere Chancen kreiert, geht es anders aus. Einige Spieler haben heute leider nicht die Leistung bringen können, die nötig gewesen wäre. Tim Wohlgemuth lobt er hier an der Stelle für sein großartiges Spiel mit den 2 Toren. Er hat einige gute Dinge gesehen, einige schlechte Dinge und wird weiter mit der Mannschaft arbeiten, dass die nächsten Siege beikommen. Gibt es Fragen in der Runde? Ist heute nicht der Fall. Dann wünsche ich unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns in der Saturn Arena am Sonntag, 20. Oktober gegen die Straubing Tigers um 16:30 Uhr. Bis dahin, eine schöne Zeit. Thank you.